Guten Tag aus dem Itlob Studio in Varna. Unsere heutige Geschichte bringt uns nach Nordkorea. Vor einigen Tagen hat die FAO, die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, ihre Schätzung der Lebensmittelproduktion in Nordkorea im vergangenen Jahr bekannt gegeben. Und diese sank nach den Schätzungen der FAO um 9%. Schätzungen sind notwendig, weil die offiziellen Angaben der Regierung in Nordkorea nicht zuverlässig sind. Und so erstellt die FAO auf Grundlage von Satellitenfotos, den offiziellen Zahlen und Analysen ihrer eigenen Experten eben jährlich diese Schätzung. Der 9%ige Rückgang ergab sich aus einem sehr starken Rückgang bei der Reisproduktion von 26%, der vor allem aufgrund der Trockenheit zustande kam, und auch einem Rückgang des zweitwichtigsten Produktes Mais um 3%. Und der Anstieg anderer Pflanzen, davon der Sojabohne um 37% in der Produktion, konnte den Rückgang der Reisproduktion, wo Reis das wichtigste Produkt ist, nicht ausgleichen. Dabei war schon im Vorjahr die Nahrungsmittelproduktion stagniert auf einem Niveau, das nicht ausreicht, die Bevölkerung zu ernähren. Als Konsequenz schätzt die FAO, dass 70% der Bevölkerung nicht genug zum Essen haben, das sind 18 Millionen Personen. Und diese 18 Millionen hätten noch weniger zu essen, wenn sie nicht offizielle Essensrationen bekommen würden, die aber stark schwanken. So waren sie zu Beginn des vergangenen Jahres bei 410 Gramm, dann sind sie in der Mitte von 2015 auf 250 Gramm gefallen und sind derzeit bei etwa 380 Gramm. Die Aussichten sind schlecht. Nicht nur wegen der mageren Ernte des vergangenen Jahres, sondern auch deswegen, weil die Regierung plant, die Importe von Reis gegenüber dem Vorjahr noch einmal um die Hälfte zu kürzen. Es wird im FAO-Bericht nicht gesagt, warum dies der Fall ist, aber wir können darauf schließen, dass dies aufgrund der verschlechterten Beziehungen des Landes sowohl zu Südkorea als auch zu China, seinen Nachbarn, passiert. Denn fast die gesamten Reislieferungen an Nordkorea passieren im Rahmen von Hilfslieferungen gratis. Und mit beiden Ländern sind die Beziehungen jetzt schlecht, sodass auch die Lieferungen zurückgehen. Das ist eine Folge der Militärpolitik des Landes und der Nuklear- und Raketentests, die nicht nur Südkorea, sondern auch die bisherige Schutzmacht China verärgert haben. Also zusammengefasst, das Regime in Nordkorea betreibt weiter seine Aufrüstungspolitik auf dem Rücken der eigenen Bevölkerung. Das waren unsere Nachrichten für heute. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, gehen Sie bitte auf itglobe.de. Danke fürs Zusehen und bis nächste Woche.